der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei. Hi, mein Name ist Marian Schauen von Flowers by Schauen. Und wenn ihr euch jetzt gerade wundert, warum ich lachen muss, erstens, weil ich natürlich meine Gesangskünste wieder teste und weil der Kameramann wunderschön im Hintergrund getanzt hat. Ja, wir wollen heute keinen Kuchen backen, sondern diese wunderschönen Google-Hub-Formen nutzen als Untergrund für ein geiles Adventsgesteck. Ich würde sagen, ich zeige euch, was ich mitgebracht habe und dann zaubern wir wieder was Schönes. Rosmarin, getrockneten Thymian, ein bisschen Efeu aus dem Garten, Polstermus, Walnüsse, Äpfel, Zimt, Zimt in Weiß oder Aniesterne, kleine Äste, natürlich vier Kerzen mit Kerzenhalter, vier Kerzen mit Kerzenhalter. Da haben wir hier nochmal einmal Frischmosi und zwei Pinholder. Und ihr seht, und da könnt euch vielleicht denken, dass es zwei Do-It-Yourself werden, da ich zwei Google-Hüpfe habe. Und diese wunderschöne Google-Hüpfe, die habe ich letztes Jahr in einem Museum gesehen. Und die waren auch zum Verkauf da. Da war so eine Art Markt dabei. Die waren super, super teuer. Und ich war jetzt auf dem Flohmarkt mit Martin zusammen. Und da habe ich diese hier wirklich für einen Schnapperpreis gefunden. Ihr seht, das ist von einer Seite so ein bisschen Kupfer. Ich glaube, dass man es auch sauber bekommen könnte. Ganz toll mit diesem Stern. Und das kommt aus so schwäbische Wertarbeit. Made in Germany. Ganz, ganz toll. Diesen hier weiß ich nicht, aber den fand ich auch ganz niedlich in diesem Messington. Aber wie gesagt, echt einen Schnapper geschlagen. Und ich möchte euch einfach zeigen, ihr seht es anhand der Materialien. Man kann im Garten gehen, die restlichen Kräuter schneiden, ein bisschen Moos sammeln. Diese Walnüsse habe ich zum Beispiel von meiner Oma bekommen. Und ja, eigentlich viele Materialien, die man vielleicht auch zu Hause hat. Also eine Art Last-Minute-Adventsgesteck. Finde ich auch ganz süß für die Küche. Und ich werde jetzt einfach noch mal zwei Pinholder ein bisschen befestigen. Ob das jetzt unbedingt muss, weiß ich allerdings nicht. Da könnte ich noch ein mehr reinsetzen. Ich glaube, das kann man nachher auch so reinquetschen. Jetzt ist die Steckmasse noch nicht ganz durch. Ich hoffe, wir werden das hier gleich sehen. Mal schauen, wo ich mein Messer habe. Habe ich hier? Ja, mein Werkzeug wurde so ein bisschen geklaut. Ich glaube, oben bei meinen Eltern, da wir ja im Keller filmen, wurde schon so ein bisschen, ja, stibitzt und gebastelt. So, jetzt packe ich diese Steckmasse. Ich hoffe, das passt so. Ich werde da eine kleine Abrundung reinmachen. Ihr seht ja, dass es ein Google-Hupf ist. Ich glaube, das kriege ich wohl hin mit dem optischen Auge, dass man es so festsetzen kann. Das ist eigentlich auch nur, um die, ja, um das Moos ein bisschen feucht zu halten. Und man könnte es natürlich auch mit Trockensteckmasse machen. Aber das passt ganz gut. Ja, manche fragen mich, ja, wenn du das denn mit dem Moos machst, muss ich das denn auch gießen? Also gießen braucht ihr es nicht. Das reicht eigentlich so, wie es ist von der Feuchtigkeit. Und das passt hundertprozentig. Das ist nur, damit es von unten so leicht feucht bleibt für den Anfangsstadion. Und sonst könnt ihr es auch regelmäßig besprühen. Das ist allgemein nicht schlecht für einen Adventskranz, wenn man den hier und da mal besprüht. Ich arbeite da nur einfach sehr gerne mit, weil so Moossorten und so einfach ein bisschen länger frisch bleiben. So, dann werde ich hier unten das nochmal einmal ein bisschen zuschneiden. So hoch brauche ich das nicht. Ich möchte wirklich, dass das in dem Google-Hupf reingeht. Et voilà. Hält. So, jetzt werde ich erstmal die Kerzen verteilen. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage auch Workshops gegeben. Ich sage immer, das ist ganz gut, wenn man vorher die Kerzen reinsetzt, damit man auch ungefähr weiß, wo man welche Deko reinsetzt. Ich setze es jetzt einfach auf diesen Ecken drauf. Ich habe solche grünen Kerzen mitgebracht, also alles sehr, sehr klassisch, sehr natürlich. Aber so kann man sich das so ein bisschen besser vorstellen, wie es dann aussehen wird. Also die Kerzen brauche ich jetzt noch nicht reinzumachen. Aber dann kann man da ein bisschen drum zuarbeiten. Also ich hole diese, nee, lassen wir jetzt erstmal drin. Ja, dann habe ich dieses Polstermoos. Und nochmal auf den Workshop zuzukommen. Ja, also jedes Gesteck war wirklich sehr individuell. War auch sehr, sehr witzig. Und das sind so kleine Tipps und Tricks, die ich natürlich immer in den Videos zeige, aber die euch natürlich auch immer sehr, sehr viel bringen. Ich habe so eine ganz tolle Mitte hier mit dem Google-Hopf und ich möchte halt auch dieses Moos so ein bisschen so legen, als ob der Google-Hopf, also der Kuchen, aufgegangen ist. Also so ein bisschen auf
plüstern lassen. Trotzdem kann man die Unterseite so ein bisschen abmachen. Und dann sieht das, glaube ich, nachher schon ganz cool aus. So, und dadurch befestigt man auch automatisch noch ein bisschen mehr die Stabkerzen. Das finde ich ganz cool. Diese hat schon so ein bisschen senkt sich schon so ein bisschen. Und ich habe viele Naturmaterialien mitgebracht oder vieles, was man auch zum Backen gebraucht, weil dann kann man den Gugelhopf, und deswegen, ich arbeite ja sehr gerne mit Themen, kann ich sagen, das ist der Apfel-Gugelhopf. Ne, mit Zimt und mit Walnüssen. Und deswegen habe ich auch Materialien genutzt, die man ganz, ganz toll, ja, ein Thema setzen kann. Wenn ich das jetzt nur mit Tannengrün machen würde oder nur mit Weihnachtskugeln, dann ist es halt kein Apfelkuchen oder Walnusskuchen, sondern halt einfach nur ein Gugelhupf eindekoriert. Und deswegen erzähle ich mir selber immer ganz gerne Geschichten, wenn ich das fertig mache. Das Witzige ist, ich habe jetzt auch mal Rosmarin mitgenommen. Ich hatte letztens so ein bisschen Rosmarin an den Fingern und habe einen Lebkuchen gegessen. Ihr werdet mich jetzt für verrückt erklären, aber ihr könnt mir glauben oder nicht, der Lebkuchen war richtig lecker mit diesem Rosmarin-Geschmack so ein bisschen dran. Also ich finde Rosmarin super, super schön, natürlich in der Sommerküche zum Grillen, aber auch zu Weihnachten passt das irgendwie ganz gut. Vielleicht, dass man auch mal eine Limonade aufsetzt, so mit Rosmarin, mit den ätherischen Ölen. Einfach sehr, sehr cool. Dann habe ich hier so ein bisschen Thymian, damit es ein bisschen natürlicher wirkt. Und stecke dann wirklich dann diese Kräuter mit hinein. Ich finde, das ist auch so ein bisschen ähnlich wie so ein, ja, Tannenbaum, Tannengrün. Also, dass es nicht immer Tanne sein muss, das zeige ich ja jetzt gerade. Ich finde das wirklich sehr, sehr witzig. Das stecke ich einfach in Gruppen hinein. Und ich sagte das ja eben, dass ich so ein paar Äpfel mit einarbeiten möchte in Gruppen. Dann werde ich den Thymian noch so ein bisschen lockerer und wilder reinpacken. Wenn ihr diese Äpfel reinsteckt, dann würde ich diese Pika, man kann sie auch hier so reinpieken, das geht auch. Ich würde immer zwei nehmen, weil wenn das anfängt zu faulen, dann dreht sich das. Und bei zwei ist einfach die Chance geringer und dann kann ich das dann noch mal einmal reinsetzen. Sonst kann man sie auch locker drauflegen. Aber wenn wir sowas transportieren, ist es für uns so oder so immer besser, um es so ein bisschen einzuarbeiten. Die Walnüsse werde ich dann noch ein bisschen verteilen und den Zimt. Und ihr seht, die kleine Variante möchte ich so ein bisschen, ja, stell dir vor, man hat eine kleine Studentenwohnung und da möchte man was Kleines für den Sohn oder für die Tochter fertig machen. Ist sowas natürlich auch wirklich irgendwie, ja, ein bisschen retro mit dieser Gugelhupfform, aber irgendwie auch ganz süß und ganz modern mit diesen kleinen Stabkerzen. Oh, die muss ich wohl vorher reindrehen. Nee, geht aber. Und die setze ich dann hinein und werde das nachher ein bisschen mit Weiß ausschmücken. Ich würde sagen, das starte ich mit und dann hoffe ich, dass ich ein tolles Endresultat zeigen kann. Ja, hier haben wir die kleine skandinavische Variante. Ganz niedlich auch mit dem Efeu, finde ich. Also sieht sehr, sehr süß aus, an allen Seiten so ein bisschen anders gearbeitet. Als ich das Polstermoos reingemacht habe, dann habe ich danach erst die Kerzen reingemacht, damit ich so ein Polster haben konnte. Und dann sagte Martin, also, bei uns in Schweden wäre das Adventsgesteck schon fertig. Aber das war mir dann doch eine Nummer zu simpel. Ich wollte euch aber zeigen, ich weiß gar nicht, vielleicht sind die Äpfel auch zu klein, sowas, kann man natürlich auch ganz süß mal in einem kleinen Töpfchen oder so einarbeiten, dass man so einen Apfel einfach als Unterlage hat. Finde ich auch ganz süß, aber das passt jetzt nicht in dieser Variante. Der kommt im Kuchen. Oder da haben wir den Kuchen, den Apfelzimt-Walnusskuchen mit mediterranen Kräutern. Ist das nicht ein toller Name eines Adventskranzes? Ihr seht, es ist sehr natürlich, sehr simpel gemacht. Aber ich will einfach zeigen, schaut einfach auch mal, was habt ihr für Materialien zu Hause? Könnt ihr da ein schönes Gesteck für fertig machen, ob jetzt für drinnen oder für draußen? Vielleicht habt ihr noch eine Backschüssel, einen Gugelhupf, den ihr seit Jahren nicht mehr genutzt habt. Dann ist dies doch eine ganz, ganz tolle Variante. Ja, ich wollte euch sagen, heute ist Freitag und nächste Woche Freitag
könnt ihr mich sehen? Wo? Live nach 9 beim ARD darf ich einen wunderschönen Adventskranz machen. Da habe ich schon einige Sachen vorbereitet. Also es ist ein Adventskranz, den ich hier noch nicht gezeigt habe. Und der wird dann auch verlost. Also ich würde mich total freuen, wenn ihr da natürlich einklickt. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Euch wünsche ich allen ein schönes Wochenende und bis Sonntag. Ciao! Special guy. He's a dreamboat of a man, my own sweet buttercup. I'm just so wrapped up by his presence. So let this listen to wie das duftet, da kriegt man richtig Hunger. Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt einfach hier. Und wer noch kein Abo hat, aber immer schöne Dekorationen sehen möchte, in natürlich mit Glitzer, mit Glam, von allem ist was dabei, abonniert mich hier oben.